Hallo und willkommen bei Outwell. Heute mit einem Film über die Eigenschaften und Merkmale unseres Knoxville 7 SA aus der Superior Air Kollektion. Diese Kollektion und das Zelt besticht durch das Außenzeltmaterial, welches aus Polyester besteht, allerdings sehr, sehr robust ist durch ein Doppel-Ripstop-Material und die Materialstärke von 160 Gramm pro Quadratmeter. Das heißt, gerade wenn ihr jetzt etwas sucht, was dauerhaft aufgebaut sein soll, eine enorme, robuste Langlebigkeit bieten soll, dann ist sicherlich dieses Zelt und diese Kollektion perfekt für euren Gebrauch. Das Zelt ist sehr, sehr großzügig geschnitten, für bis zu 7 Personen geeignet. Wir haben eine Gesamtlänge von 8 Metern auf 4,70 Meter Breite. Das Zelt ist komplett aufblasbar. Das heißt, ihr könnt mit der mitgelieferten Pumpe das Zelt ganz einfach aufpusten. Das heißt, obwohl wir hier ein sehr großzügig geschnittenes Zelt bekommen, habt ihr wirklich die Möglichkeit, sehr flexibel zu reisen, indem ihr einfach die Luft rauslasst aus dem einen Ort, dann vielleicht weiterreist und das Zelt trotzdem wieder an einer anderen Stelle aufbaut. Ihr seht rings um das Zelt unsere Tinted Windows. Das heißt, wir haben überall große abgedunkelte Fenster, damit die Leute von außen nicht so sehr nach innen schauen können, ihr aber von draußen einen tollen Blick, von innen einen tollen Blick nach außen habt. Wir haben hier an der Seite klassisch unsere Abspannleinen, auch hier im unteren Teil mit unseren Luminous Guylines, dass gerade bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit die Leute auch die Abspannleinen sehen und darüber nicht fallen. Wir haben mitgeliefert unsere Sturmabspannleinen, die hier vorne befestigt werden, um zusätzlich das Zelt bei Sturm enorm strapazierfähig und robust zu gestalten. Das Außenzelt an eine Wassersäule von 6000 mm und in Verbindung mit den getäbten Nähten auf der Innenseite ist das Zelt natürlich komplett wasserdicht. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal langsam ein bisschen rein und ich erzähle euch noch mehr über unser Knoxville. Zur Erklärung des Zeltschnittes. Wir sprechen hier über ein sogenanntes Dreiraumzelt. Das heißt, der Nassbereich vorne, der Wohnbereich in der Mitte und dann die Schlafkabine hinten. Warum Nassbereich? Der Nassbereich kann dann wichtig sein, wenn ihr irgendwo hinfahrt, wo das Wetter vielleicht nicht ganz so gut ist. Dann habe ich die Möglichkeit hier, wie in unserem Fallbeispiel, eine Küche vorne abzustellen, um wirklich eine tolle Kochmöglichkeit zu haben. Ich bin aber nicht in meinem Wohnbereich. Die nächste Option ist natürlich, bei Regen muss ich einfach in mein Zelt gehen. Ich kann meine nassen Schuhe, meine Jacke etc. hier vorne in diesem Raum ausziehen und kann dann in mein Wohnzimmer gehen. Das ist auch der Grund dafür, warum der Boden in diesem Bereich nicht komplett festgenäht ist, sondern ihr habt die Option, ihn reinzulegen, so wie wir es jetzt getan haben, oder diesen einfach zu entnehmen. Dann habt ihr den Vorteil, je nach Campingplatz, dass euch einfach das Wasser direkt im Boden versickert oder die Nudel, die aus dem Topf fällt, auch eher auf den Boden fällt und nicht auf den eigentlichen Zeltboden. Die Zwischentür, wie ihr hier sehen könnt hinter mir, ist eine Tür, die auch unser Quick and Quiet Access wiedergibt. Das heißt, auch hier im geschlossenen Zustand der Tür habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach über nur einen Handgriff und geräuschlos ins Innere, in den Wohnbereich zu kommen. Gerade wenn ich jetzt hier einen Topf in der Hand habe oder vielleicht noch mal was nach draußen bringen möchte, muss ich also A, nicht den Reißverschluss suchen, es ist nicht zu laut und ich habe wirklich die Möglichkeit, das Ganze einhändig zu betreiben. Wie ihr hier schon hinter mir seht, besteht diese Tür zu 3/4 eigentlich komplett aus einem Moskitonetz. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, dass ich ganz gute Lüftungsmöglichkeiten habe. Mit der großen Fronttür, mit den Seitentüren und diesem großen Moskitonetz habe ich wirklich die Option, das Zelt zwar komplett zu schließen, aber ich kann ordentlich für Luft sorgen. Ich würde sagen, den Rest schauen wir uns jetzt gleich mal vom Wohnraum an. Jetzt im Wohninnenraum des Knoxville 7 SA angekommen, lohnt es sich sicherlich erstmal über den Wohnraum selbst zu sprechen. Dieser ist sehr schön großzügig geschnitten mit 13,2 Quadratmetern in der Grundfläche. Ist es hier überhaupt gar kein Problem, wenn ich die Küche schon vorne in meinem Nassbereich abgestellt habe. Tischstühle, wir haben hier auch nochmal eine kleine Lounge aufgebaut.
Hier hat man wirklich ausreichend Möglichkeit und Platz und kann wirklich so reagieren, wie man möchte. Auf den beiden Seiten sieht man schon die beiden Seitentüren. Das heißt, sowohl links als auch rechts haben wir zwei Seitentüren, die mit einem Moskitonetz versehen sind. Und auf dieser Seite, auf der ich mich befinde, ist auch noch mal ein kleiner regensicherer Eingang. Das heißt, sollte ich aus irgendwelchen Gründen nicht die Fronttür benutzen wollen, kann ich also hier auch mal schnell in der Seite rein und raus. Und auch hier oben noch mal sollte es regnen. Ich muss die Tür zu haben, möchte aber lüften, kann ich das ganz einfach tun, nämlich hier oben ist immer ein Lüfter, der in geöffnetem Zustand ist. Wir gehen mal gerade rüber auf die andere Seite und sprechen hier aber mal über das Fenster und die Möglichkeit, das Ganze zu verschließen. Das heißt, auf dieser Seite hier sieht man jetzt schon, habe ich klassisch unsere Tinted Windows, wie vorhin schon gesagt. Bei der Superior Air Kollektion kann ich das Ganze hier einfach mit Reißverschlüssen so verschließen, wie ich das möchte. Entweder ganz, ich kann es halb auf und oder zu machen, ich kann es dreiviertel machen. Ich kann also wirklich stufenlos verstellen, wie ich mein Zelt konfigurieren möchte. Im unteren Bereich des Fensters ist auch hier noch mal ein zusätzlicher Lüfter, der sich hier befindet. Das können wir uns dann gleich noch mal von außen angucken, dann sieht man das noch mal etwas besser. Aber auch hier permanent die Möglichkeit, das Zelt zu belüften. Hier sieht man auch noch mal einen kleinen Reißverschluss, wo ein kleines Käbelchen durchläuft. Genau das ist die Idee, dass ich auf dem Campingplatz, wenn ich mir Strom geholt habe, das Stromkabel da reinlegen kann und muss dafür nicht die Türen verwenden und kann diese komplett abschließen. Auch hier der Zeltboden zu sehen. Der Zeltboden hat eine Wassersäule von 10.000 mm. Ist komplett festgenäht mit dem Außenzelt. Das heißt, hier sollte es regnen, kann ich das Zelt einmal komplett zumachen, komplett verschließen und habe hier wirklich immer die Möglichkeit, im Innenraum des Zeltes komplett trocken zu sein. Schauen wir uns die Schlafkabine an und auf dem Weg dahin sieht man hier auch schon mal ganz schön auf dieser Seite unser Hooktrack-System. Das heißt, wir haben hier an unseren Luftschläuchen unser Hooktrack-System verarbeitet, kleine Kederprofile, an denen ich mit den mitgelieferten Hooks, die man hier sieht, 10 Stück sind im Lieferumfang enthalten, ganz einfach entweder wie hier Sachen dekorieren kann, ich kann Lampen aufhängen, ich kann Handtücher befestigen. Alles das, was ich in irgendeiner Form irgendwo aufhängen möchte, kann ich mit diesen Hooks ganz einfach tun. Außerdem zur Konstruktion des Zeltes gibt es noch zu sagen, dass bei unserer Superior Air Kollektion einzelne Luftsegmente im Lieferumfang enthalten sind. Bin ich jetzt irgendwo, wo das Wetter sehr gut ist, muss ich diese nicht zwingend verwenden. Bin ich aber irgendwo, wo es sehr stürmisch ist, es könnte rau werden, ich möchte wirklich die optimale Strapazierfähigkeit nutzen, dann kann ich diese ganz einfach zusätzlich aufpumpen und kann diese im Dachbereich einhängen. Alles erledigt. Auf der Rückseite ist dann hier unsere großzügig geschnittene Schlafkabine. Wie man sehen kann, haben wir die jetzt einmal hier auf zwei Seiten geöffnet. Von vornherein gilt zu sagen, dass sich auf dieser Seite auch hier wieder unser Quick and Quiet System befindet. Das heißt, unsere Magnetbänder, um wirklich super einfach und leise in die Kabine rein und rauszukommen. Generell ist die Kabine eine große Kabine, die in drei Parzellen unterteilt werden kann. Hier ist eine Zwischenwand und auch hier eine Zwischenwand. Diese kann ich einfach öffnen, dann habe ich eine große Schlafkabine. Wichtig zu wissen ist, dass die Schlafkabine 2,30 Meter lang ist. Das heißt, gerade wenn ich mit einem Feldbett oder einer hohen Luftmatratze arbeite, ist es wirklich immer sehr schön, weil ich einen gewissen Abstand auch noch zum Zeltmaterial habe. Mit dieser Kabine, die bis zu 7 Personen ausgelegt ist, bin ich also wirklich in der Konfiguration super, super flexibel und kann die einfach perfekt nutzen. Hier sieht man jetzt mal die Lüfter, die ich eben schon von innen kurz angesprochen habe, die sich unterhalb der Fenster befinden, aber auch auf der Rückseite bzw. an den Seiten der Schlafkabinen. Auch hier ist Belüftung für uns natürlich ein großes Thema und auch das haben wir noch mal optimiert. Ich habe hier einen Reißverschluss, unter dem sich ein Lüfter befindet. Und ich kann jetzt hier mit dieser Abspannleine und einem Hering einfach dafür sorgen, dass ich permanent auch die Schlafkabine dauerhaft belüften kann. Nicht nur die Seite, sondern auch auf der Rückseite befindet sich gleich noch mal einen sehr, sehr großen Lüfter und den schauen wir uns jetzt an.
Auf der Rückseite angekommen sieht man jetzt hier den großzügig geschnittenen Lüfter, der sich über die gesamte Breite des Zeltes erstreckt. Natürlich kann ich den schließen mit dem klassischen Reißverschluss. Ich kann natürlich ganz klassisch auch mit diesem kleinen Knebel dafür sorgen, dass ich den Lüfter einfach öffne. Auch wenn es regnet sozusagen, ist dann der Lüfter offen. Ich kann dafür Zugluft sorgen. Oder aber, wenn es sehr, sehr warm sein sollte, kann ich diesen einfach nach oben rollen. Habe hier eine kleine Möglichkeit, das Material zu fixieren an drei Stellen und kann somit also permanent für Zugluft sorgen und kann somit wirklich eine ganz, ganz tolle Belüftung bei dem gesamten Zelt generieren. Das war's generell mit den Eigenschaften und Merkmalen zu unserem Knoxville 7 SA aus der Superior Air Kollektion. Wenn ihr also ein sehr, sehr geräumiges Zelt für die ganze Familie sucht, dann seid ihr, glaube ich, hier perfekt aufgehoben. Natürlich auch hier bei diesem Modell weiterhin unser optionales Zubehör erhältlich. Zum einen der Zeltteppich, der sich im Wohninnenraum befindet, der einfach gerade dann, wenn ich barfuß unterwegs bin, noch mal ein ganz, ganz angenehmes Gefühl erzeugt. Es gibt eine Zeltunterlage, die passend zum Zelt sich unter dem eigentlichen Zeltboden befindet, um diesen eigentlichen Boden vor Abrieb und Schmutz zu schützen. Oder aber auch einen Universal Awning, also nochmal einen Anbau, den ich vor das Zelt packen kann, den ich nochmal zusätzlich nutzen kann, wenn ich das Zelt nochmal vergrößern möchte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen mit den Eigenschaften und Merkmalen zu unserem Knoxville 7 SA. Wenn ihr mehr Informationen braucht, dann geht doch bitte einfach auf unsere Homepage auf outwell.com. Da findet ihr alle Infos zum Zelt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.